Hallihallo, meine lieben Abonnenten und Besucher meines Kanals. Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen weiteren Einkauf, über den ich erst angefangen habe, etwas wenig Freude zu empfinden, was sich dann aber doch gewandelt hat. Und warum das so ist, zeige ich euch am Ende des Videos. Haltet also bis zum Schluss durch. Nun zuerst zeige ich euch die Papierkollektionen von 13 Arts. Davon gibt es jede Menge diesmal in meinem Paket. Ich blättere einige für euch durch, zum Beispiel die 8 Zoll Sets mit den Elementen zum Ausschneiden. Solche Blöcke kenne ich von anderen Herstellern schon, die von 13 Arts kenne ich bislang noch nicht, deshalb musste ich sie mir besorgen. Und ein 12 Zoll Papierset mit ganzen 8 Bögen hat mich etwas überrascht, weil die normalen Papiersets von 13 Arts sind ja mit 6 Bögen. Als nächstes habe ich 3 Bögen mit Elementen zum Ausschneiden von ITD Collection, ich weiß nicht, wie sie richtig heißen, oder ITD Kollektion. Diesen Hersteller kannte ich noch nicht, das soll auch eine polnische Firma sein. Soweit so gut. Nun zeige ich euch 2 Kollektionen von derselben Firma, Steampunk und Undiscovered Magical World. Das Papier ist mit 200 Gramm pro Quadratmeter angegeben, aber der Druck ist mega schlecht. Dieses Papier ist eine Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Erstens, die Oberfläche ist nicht nur glatt, sondern hat einen satinierten Touch. Das ist irgendwie für Scrapbooking-Papier meiner Meinung nach ungewöhnlich und nicht passend. Es gibt keine Hinweise im gesamten Set bezüglich Lignins und Chlor. Dann muss man davon ausgehen, dass das Papier beides nicht erfüllt. Und der Druck weist erhebliche Mängel auf. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon auf dem Bildschirm sehen könnt, aber in der Mitte des Bogens ist eine Spur ganz stark sichtbar. Auf den hellen Designen oder hell-dunkel-scheckig ist dies nicht zu sehen, aber auf den dunklen Designen auf jeden Fall. Teilweise sieht es so aus, als ob in der Mitte entweder ein feuchter Streifen ist oder das Papier nicht glatt wäre. Dem ist nicht so, sondern der Druck ist so furchtbar. Auch die zweite Kollektion hat solche Probleme, wenn auch nicht so derb ausgeprägt wie im ersten Fall. Als nächstes habe ich ein Set vom selben Hersteller mit verschiedenen Titeln. Und wenn das erste Blatt für meine Begriffe etwas gewöhnungsbedürftig ist, habe ich für die beiden nachfolgenden auf jeden Fall Verwendung. Wir kommen zu durchsichtigen Papieren und Folien. So ein Blatt mit Tickets aus Vellum und dann folgt ein ganzes Set aus Acetatbögen mit verschiedenen Motiven bedruckt.
Als nächstes habe ich mir zwei Designe von 3D-Prägemappen gegönnt. Beide haben romantisch verschnörkelte Muster. Der Hersteller Creative Expressions ist ein Unternehmen aus England und diese Prägemappen wurden in China hergestellt. Wollt ihr beim Testen auch dabei sein? Schreibt mir bitte gerne im Kommentarfeld, ob ich euch nur die Ergebnisse zeigen soll oder ob weder das eine noch das andere und alles irgendwie total langweilig für euch wäre. Außerdem habe ich solch ein Mini-Album-Rolling aus Graupappe in Form eines Fotoapparates in der Lieferung drin. Der Hersteller Pronti ist in Niederlanden ansässig. Die Pappe ist ca. 1,25 mm dick, scheint aber nicht so labberig zu sein. Und dann habe ich jede Menge Chipboard bestellt. Ich weiß nicht, warum ich da nicht einfach so vorbeigehen kann. Wenn ich es auch noch benutzen und nicht nur horten würde, das würde noch ganz toll sein. Als nächstes zeige ich euch die kleinen runden Verzierungen. Ich habe ein Set aus Gipsmasse. Obwohl es von Melissa Francis ist, ist es in China produziert. Und viele, viele, viele Sets mit Metallknöpfen. Vermutlich auch zum Horten gut geeignet. Außerdem kommt ein Set mit Schäbebändern in schönsten Farben. Bislang bis auf zwei verhunzte Papierkollektionen laute positive Produkte. Und nun das. Diese Schere ist also eine Silhouettenschere. Aber die Spitzen treffen gar nicht aufeinander. Egal wie doll ich sie zusammendrücke, die kommen einfach nicht zusammen. Da hatte ich geplant, für mein Designteam aus den Papierbögen die besonders komplizierten Motive auszuschneiden. Dafür muss die Schere schon sehr genau schneiden. Aber mit dieser Schere kann ein präziser Schnitt doch gar nicht funktionieren. Ein niederländischer Hersteller, wenn das irgendeine Bedeutung hat, und die Schere ist mega enttäuschend. Nach dieser Enttäuschung muss jetzt mal was Schönes mir die Laune versüßen, bitte, bitte, bitte. Dafür kann vielleicht dieser zauberhafte Stempel mit Sprüchen gut eignen. Habt ihr auch Lust, mir beim Testen dessen zuzuschauen? Schreibt mir bitte auch das im Kommentarfeld, was ihr dazu denkt. Wir gehen weiter. Als nächstes habe ich hier ein ganz, ganz großes Sticker-Set mit Sprüchen. Ganz groß oder riesig heißt aber nicht unbedingt, dass es eine gute Qualität hat, nicht wahr? Die Sticker sind extrem dünn. Wenn ich sie zum Beispiel mit ähnlichen Produkten von anderen Herstellern vergleichen würde, beispielsweise Tim Holtz oder 7 Dots, fallen sie sofort durchs Raster. Das ist sehr schade, denn auf der Verpackung ist nichts angegeben, woran man sich vor dem Kauf orientieren kann. Im Übrigen finde ich den Preis für diese Qualität nicht angemessen, denn hier greift der Spruch nicht, viel hilft viel. Ach Menschenskinder, ich will doch gar nicht so viel meckern. Jetzt aber mal wieder etwas, wo es kein Gemeckere gibt. Formen mit verschiedenen halbrunden und prismenförmigen Figuren in verschiedenen Größen. Dieses Teil wird eingesetzt, um die Papierkanten zu veraltern und schäbig abzuschaben. Ich habe es mir besorgt, weil mein Schaber, den ich bislang eingesetzt habe, mir zu lasch ist. Ich brauche etwas schnelleres und schäbigeres Ergebnis. Mal sehen, wie das Teil funktionieren wird. Diese beiden Freunde brauche ich vermutlich gar nicht besonders vorstellen. Oder vielleicht doch? Da bin ich auch auf euer Feedback gespannt. Jetzt zeige ich nacheinander süße Kärtchensets und Umschläge mit Anhängern-Sets. Die Kärtchen sind von P13 und die Taschen von Scrub Mia. Apropos Scrub Mia. Ich zeige euch nun mehrere Kollektionen von diesem ukrainischen Hersteller. Wer diese Kollektionen nicht kennt, ich blättere sie für euch durch, damit ihr eine Vorstellung bekommt. Alle drei Sets sind etwas unterschiedlich zusammengestellt. Alle Papiere sind 190 Gramm pro Quadratmeter und in jedem großen Papierset gibt es 10 12 Zoll Bogen und ein Bonus. Bei Herbarium lagen dem Papierset ein zusätzlicher 12 Zoll Papierbogen mit Kärtchen, Standsteile aus ganzen 90 Elementen, Wahnsinn, und zwei 8 Zoll Bögen
einer mit Tickets und einer mit Anhängern. Bei Cozy Forest lagen dem Papierset zwei zusätzliche 12 Zoll Papierbogen, einer mit Kärtchen und der zweite mit Titel. Ein 8 Zoll Bogen mit Taschen und Umschlägen. Standstylen gab es auch mit 45 Elementen. Und bei Family Tree lagen dem Papierset ein zusätzliches 12 Zoll Papierbogen mit Elementen zum Ausschneiden, ein 8 Zoll Bogen mit Schmetterlingen, Standsteile aus 59 Elementen. Dann gibt es da noch ein 25-teiliges Set aus Rahmen mit und ohne Goldfolierungen und eine Chipboard-Tafel. Und nun erzähle ich euch endlich mal, wie am Anfang des Videos versprochen, weshalb mein Ärger über die Sachen, die meinen Erwartungen nicht entsprochen haben, nicht so lange angehalten hat. Die Betreiberin von Papieria hat mir diese zwei zauberhafte Papiersets von Ciao Bella ins Paket reingelegt. Außerdem gab es noch vier süße weihnachtliche Anhänger im Paket, die könnt ihr auf einem der Fotos sehen. Ist das nicht total toll? Also ich freue mich total drüber. Vielen herzlichen Dank! So, meine Lieben, jetzt bin ich für die nächste Zeit gut gewappnet und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Auspacken dabei zu sein. Wenn das so war, gebt mir bitte einen Daumen hoch und schreibt mir gerne im Kommentarfeld, ob ihr beim Testen der Sachen auch dabei sein wollt und wenn ja, bei welchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, eure Larissa.